Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute bin ich wieder für euch im Pandamix unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute gibt es eine kleine Info. Und zwar, Blizzard hat jetzt durchgegriffen mit dem Exploit der Frog Farmer. Da gab es ja am Anfang von dem Pandamix die Möglichkeit, dass wir einmal hier auf der zeitlosen Insel hier unten diese Frosche farmen konnten. Die haben einen Hyperspawn und die haben so Amulette gedroppt. Da müsste ich auch noch welche haben. Diese hier, geringes Amulett des Glücks, und die konnte man oder kann die immer noch gegen so Boxen eintauschen. Und dann hat man extrem viele Fäden, also den Umhang-Upgrade bekommen, als auch Bronze. Und das haben einige Leute halt ausgenutzt. Ich persönlich habe es nicht gemacht. Ich sage euch aber ganz ehrlich, ich hätte es auch ausgenutzt. Ich habe es nur deswegen nicht gemacht, weil ich die ersten 3 oder 4 Tage von dem Event noch unterwegs war im Retail und dort quasi mein Timewalker Gefarme fertig gemacht habe. Da wollte ich noch schauen, dass ich alle Timewalker-IDs bekomme. Und dementsprechend habe ich jetzt erst am Montag mit dem Pandamix angefangen und ich bin tatsächlich nicht betroffen. Was genau haben sie jetzt gemacht? Sie haben von allen Leuten den Umhang ein bisschen herabgesetzt. Und zwar, wenn ihr diesen Frog Farm ausgiebig gemacht habt, dann sehen eure Stats jetzt so aus, ne? Also ihr habt jetzt noch 25.000 Ausdauer und alle anderen Sekundär- und Tertiär-Stats, beziehungsweise, ja, ich glaube, die XP wird nicht beeinträchtigt, aber die Sekundär- und Tertiär-Stats, die werden alle auf 2.500 runtergesetzt. Und ich war eben mit ein paar Leuten im Raid, die den Umhang sehr, sehr hoch hatten und als DD 6 Millionen live rumgelaufen sind und die wurden nach dem Relock quasi alle runtergesetzt. Also zumindest die, die den Frog Farm gemacht haben. Als Ausgleich gibt es für die Leute, also die Frog Farmer werden halt quasi genervt. Und für die Leute, die keinen Frog Farm gemacht haben, die kriegen bis zu 40.000 Bonus Bronze. Und zwar ist das so gestaffelt, es sind insgesamt 3 Quests. Eine Quest kriegt ihr, wenn ihr euren Charakter auf 50 habt, die bringt 3.000 Bronze. Eine, die, wenn ihr den Charakter auf 60 habt, die bringt 7.000. Und eine, wenn ihr auf 70 seid, die bringt 30.000. Wenn ihr quasi auf 70 aktuell schon seid, könnt ihr euch insgesamt 40.000 abholen. Das gilt auf jedem Char auf eurem Account. Jetzt habt ihr vielleicht 10 Chars gelevelt schon, die auf Stufe 70 ist. Könnt ihr mit jedem diese 40.000 Bronze quasi einmal abholen. Vorausgesetzt, ihr habt halt keinen Frog Farm gemacht. Wir haben in der Community auch Leute, die haben das nur kurz gemacht. Einer hat gemeint, er hat es jetzt eine halbe Stunde nur gefarmt. Der hat anscheinend seine Stats behalten. Also das gilt wahrscheinlich nur für die Leute, die das ausgiebig genutzt haben. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze noch an. Und zwar diese Quest, wenn ihr es nicht ausgenutzt habt, seht ihr bei dem Bazar. Die heißt Ewiges Wachstum 2. Und ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt mal schnell an. Also hier ist die erste Quest, die bringt 3.000. Die können wir abgeben. Dann haben wir eine 7.000 Bronze-Quest, die können wir auch abgeben. Und nochmal 30.000. Und ja, jetzt habe ich schicke extra 53.000 Bronze, was eine nette Sache ist. Und bei den anderen Twings, ich habe es jetzt mit einem schon abgeholt, den ich auf dem zweiten Account habe. Und der konnte ja auch die 40.000 Bronze abholen. Heißt, ich kann jetzt mit jedem Char, der auf Max-Level ist, 40.000 Bronze holen. Ist vielleicht für den einen oder anderen, der ein paar Chars gelevelt hat, jetzt echt schön. Weil mit dieser extra Bronze könnt ihr euch die Cosmetics kaufen und müsst dann nicht extra Hardcore reinfarmen. Genau, das waren so die Infos, die ich euch geben wollte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Habt ihr den Frog Farm gemacht? Wurdet ihr zurückgesetzt? Habt ihr eure Stats behalten dürfen? Und was findet ihr? Ist es gerechtfertigt? War es nicht gerechtfertigt? Wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich selber den Frog Farm gemacht, wenn ich in der Zeit gespielt hätte. Eigentlich gut für mich gelaufen, dass ich quasi da anderweitig verpflichtet war. Und naja, dann sind wir jetzt durch an der Sache. Habe ich einmal Glück gehabt. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Würde mich interessieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.